Punkt 3.1. Die Sittlichkeit menschlicher Handlungen. Die katholische Kirche unterscheidet Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen. 53, 54. Der sittliche Charakter menschlicher Handlungen hängt von drei Quellen ab. Vom gewählten Objekt, also davon, ob ein wahres oder ein nur scheinbares Gut gewählt wird, von der Absicht des handelnden Subjekts, das heißt vom Ziel, das mit der Handlung angestrebt wird, und von den Umständen der Handlung einschließlich ihrer Folgen. 55. Eine Handlung ist sittlich gut, wenn zugleich das Objekt, die Absicht und die Umstände gut sind. 56. Das gewählte Objekt allein kann ein Handeln als Ganzes zu etwas Schlechtem machen, auch wenn die Absicht gut ist. 57. Es ist nicht erlaubt, etwas Schlechtes zu tun, damit etwas Gutes daraus entsteht. 58. Eine schlechte Absicht macht die Handlung zu etwas Schlechtem, selbst wenn ihr Objekt an sich gut ist. 59. Dagegen macht eine gute Absicht ein Wegen seines Objektes schlechtes Verhalten nicht gut, denn der Zweck rechtfertigt nicht die Mittel. 60. Die Umstände können die Verantwortung des Handelnden vermindern oder vermehren, können aber nicht die sittliche Beschaffenheit der Handlungen selbst ändern. Niemals machen sie eine in sich schlechte Handlung gut. 61. Als zusätzliche Unterhaltungselemente erstellte ich für diesen Unterpunkt eine literarische Kurzgeschichte und ein Lied. Auf diese Elemente wird zusätzlich im Anhang literarischer Geschichten als Unterpunkt 1 der Kirchenbesuch sowie im Anhang Musikproduktionen als Unterpunkt 3. Ich lasse den Papst verrecken, weil es die Kirche will, verwiesen. Anhang literarischer Geschichten. Punkt 1. Der Kirchenbesuch. Ich ging an einem schönen Sommertag über den Markt. Die Luft war frisch. Die Sonne erleuchtete mir den Moment. Zahlreiche Menschen gingen ihren Weg. Ganz leicht roch es nach Bratwürsten und frischen Brötchen. Nebendran kämpften die Tauben um die letzten Essensreste. Nach einer Weile erreichte ich eine Kirche. Ich dachte, so ein Kirchenbesuch ist mal eine besondere Gelegenheit, etwas zu tun, was man nicht jeden Tag macht. Vielleicht ließe sich ja die Architektur bestaunen oder tatsächlich ein Hauch dieser frommen Gläubigkeit erhaschen. Auf dem Weg in das Innere der Kirche lief mir gerade ein schwarz gekleideter Mann entgegen, vermutlich ein Pfarrer. Plötzlich blieb er stehen und schnappte nach Luft. Er konnte nicht mehr weiter und keuchte mir entgegen, er hätte einen Herzanfall. Niemand der anderen Menschen bemerkte etwas. Da die Kirche etwas entfernt vom Markt war, hätte auch lautes Rufen nicht viel genutzt. Einen Krankenwagen hätte ich ebenfalls nicht rufen können, denn der Akku meines Smartphones war leer. Die einzige Möglichkeit, sein Leben zu retten, wäre gewesen, ein in der Nähe unbeobachtetes Auto zu klauen, um ihn damit ins Krankenhaus zu fahren. Das wäre aber eine schlechte Tat gewesen. Was wäre nur gewesen, wenn diese Geschichte tatsächlich passiert wäre,
und es kein Pfarrer, sondern der Papst gewesen wäre. Soll ich den Papst wirklich sterben lassen, damit ich keine schlechte Tat begehe? Anhan Musikproduktionen. Punkt 3. Ich lasse den Papst verrecken, weil es die Kirche will. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Basematic mit dem Titel La Madeleine au Truf, composed by Jervis. Weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhacken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhacken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhacken, das macht ein guter Christ. Begehe keine schlechte Tat, das hat die Bibel gesagt. Auch nicht, wenn du was Gutes willst. Mittel werden nicht geheiligt vom Ziel. Ich soll mich gut verhalten und stetig mein Herz einschalten. Das Ergebnis ist zwar manchmal hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verrecken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verrecken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verrecken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verrecken, das macht ein guter Christ. Er kehrt ein in sein Paradies, und das ist noch nicht mal mies. Das will die Kirche so. Und alle Menschen sind sehr froh, wir wählen eben frisch. Der weiße Rauch ist schon in Sicht, das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verrecken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verrecken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verrecken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verrecken, das macht ein guter Christ. Wir können es kaum fassen, so entsteht Liebe, niemals hassen. Das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verrecken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verrecken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verrecken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verrecken, das macht ein guter Christ.